Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind auf dem Weg zum dritten Fusionsantrieb, den es hier zu deaktivieren gilt, auf Asteroid X57. Haben beim letzten Mal schon eine Stelle gesehen, wo wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht sein sollten. Wie gesagt, kümmern uns jetzt um den dritten Fusionsantrieb, dann um die dritte Forschungsstation, wo wir dann vermutlich noch eine dritte Leiche finden. Okay, hier ist auch wieder alles schön vermint. Erstes Geschütz offline. Ich guck mal, ob wir von hier oben die irgendwie aktivieren können und einen guten Spot kriegen. Wohl eher nicht. Oder vielleicht doch. Nett. So. Sehr schön. Zwei Stück noch. So. Wo ist denn das letzte Geschütz? Offensichtlich direkt vor sehr schön, na das haben wir doch fast schadlos überstanden. Das lobe ich mir doch. Ja, dann rein und den dritten Antrieb abgeschaltet, dass die Batterianer einen richtigen Hals kriegen, wenn sie den nicht sowieso schon haben auf uns. Ja, wir sehen schon wieder, hier wird fleißig. Hier sind fleißig Batterianer und wir probieren uns mal wieder am Sniper. Speichern natürlich das Ganze. Erster erledigt. Baron down. Du bist down. Baron erledigt. Baron erledigt. Baron erledigt. Zack. So, die anderen verkriechen sich. Irgendwo. Wo wir sie nicht. Von hier nicht erreichen. Oben. Sie bewegen sich auf jeden Fall. Na?
Mädels, wo seid ihr denn? Ich muss das von hier hinten regeln. Wobei ich sie auch echt nicht... Okay, hier switche ich mal wieder auf die Pistole. So, das ist nämlich ein bisschen der Rambo-Weg, ist hier in dem Fall der klügere. Ja, die haben einfach für das Sniper-Gewehr, haben die hier einfach viel zu viel Deckung. Jo, aber das lief doch mal astrein, würde ich mal sagen. Die Warren sind alle gefallen wie die Fliegen, dank des Snipers. Hinten ist nichts. Oh, war unten eigentlich die Tür? Oh ja, da gehen wir gleich auch noch rein. Da kriegen wir noch Zeug. Hier kriegen wir erstmal auch noch Zeug. Zeug, 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 Zeug. Zeug! Perfekt. Skimitar, Hammer, Onyx. Onyx. Aus Onyx wird Stalos übrigens. So, Antrieb deaktivieren. Alter, was mache ich denn hier? Ist ja nicht zu fassen. Kann ich es nochmal probieren? So, wie kann ich mich denn einfach anstellen? So. Geschafft. Habe ich übrigens schon so gesagt? Nee, ne? So. Dritter Antrieb ist deaktiviert. Jetzt gehen die Batarianer auf die Barrikaden. Jetzt kriegen wir, wenn... Bleiben Sie da stehen! Das hier muss nicht in einem Blutbad enden! Speichern! Keinen Schritt näher. Wir können das auf die harte Tour machen, oder wir können das friedlich lösen. Ich glaube, für eine friedliche Lösung ist es ja wohl ein bisschen spät, nicht wahr? Ich wusste gar nicht, dass ihr Batarianer die Bedeutung dieses Wortes kennt. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Diesen Felsbrocken zu kapern war nicht meine Idee. Ich hatte mich verpflichtet, um ein wenig Geld zu verdienen. Nur ein paar Sklaven einsammeln. Hier geht es nicht mehr nur um ein paar Sklaven. Millionen Menschen werden sterben. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Ich befolge hier nur meine Befehle. Würde es nach mir gehen, wären wir längst verschwunden. Bla, bla. Vielleicht sollten Sie Ihre Männer nehmen und gehen. Bevor es unnötige Opfer gibt. Wohl nicht. Balak würde mich bei lebendigem Leib häuten und meine Haut aus lauter Boshaftigkeit verkaufen. Irrer Bastard. Diese Mission ist ein reines Fiasko und ich werde dafür büßen müssen. Warum hören Sie dann noch auf ihn? Gute Frage. Seit wir gelandet sind, habe ich ein ungutes Gefühl. Und jetzt will Balak ihren Tod. Und was Balak will, bekommt Balak auch. Ich kann nichts daran ändern. Wollen Sie denn immer nur der Zweite in der Befehlskette sein? Bringen Sie mich hier raus, dann werde ich mich um Bala kümmern. Dann sind Sie es, der die Befehle gibt. Ja, interessantes Angebot. Hat definitiv seine Vorteile gegenüber der derzeitigen Situation. Abschalten. Das ist jetzt Balaks Problem. Ich hoffe, Sie sind mit der Waffe ebenso schnell wie mit Ihren Versprechungen. Um unser beider Willen. Balak wird bekommen, was er verdient hat. Und das werden Sie auch, wenn ich Sie jemals wieder in menschlichem Territorium erwische. Alles klar soweit? Voll und ganz. Balak hat sich in der Hauptanlage verkrochen. Sie werden das hier brauchen, um reinzukommen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Er ist ein hinterhältiger Bastard. Gehen wir. Wir verschwinden von diesem Felsbrocken. Nice. Ja, oh Mann, das sind Terroristen, warum hast du sie nicht umgebracht? Kiste mit Granaten, voll wichtig. Weil ich so viel Granaten benutze. Bin halt ein Granatentyp. Pistole, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr. Schön. Schön, 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 schön. Das lief doch alles reibungslos bis jetzt in dieser Folge.
Ja, dann haben wir wohl jetzt nur noch die Aufgabe, den guten Balak umzubringen. Ich denke nicht, dass es da eine andere Option gibt. Tatsächlich, wie an so vielen Stellen in Mass Effect, weil es lange her ist, als ich es das letzte Mal gespielt habe, weiß ich es nicht mehr so genau. Ja, genau. Und jetzt ist hier die Hauptanlage, die wir eben schon gesehen haben. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, da haben wir noch nicht zu sein. Sondern da haben wir jetzt gleich erst zu sein. In dieser Folge grasen wir aber noch die dritte und letzte Forschungsstation ab. Dass wir auch die kleine Nebenquest hier erfüllt haben. Für den guten Simon. Wir verschaffen ihm eigentlich nur Gewissheit, dass das eingetreten ist, was er eh schon vermutet hat, dass seine Ingenieure, die in den Forschungsstationen gearbeitet haben, leider tot sind. Große offene Fläche gefällt mir immer nicht so. Fußabdrücke. Ja, untersuchen. Ich drück doch E. Ah, undeutliche Fußabdrücke im Staub führen nach Osten. Okay, erstmal gehe ich hier rein und dann nach Osten. Ii, schwere Dechiffrierung. Alter Schwede. Nein, nein, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Nee, das wird nichts mehr. Da muss Universalgel ran. Wir haben wieder jede Menge hergestellt. Eine mittelschwere Kogana-Rüstung. Nett. Stationsprotokolle. Letzter Eintrag, Forschungsstation 2. Protokolliert von Forschungsleiter R. Montoya. Die Kommunikation ist abgerissen und in der Nähe der Hauptanlage landen unbekannte Schuttles. Am Horizont waren Lichtblitze zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze, sie stammen von schweren Geschützen. Ich werde jetzt gemäß der Notfallvorschriften die Abwehrdrohnen scharf machen. Scharf machen? Ich werde nicht auf meine Abholung warten. Ich werde der Sache nachgehen. Macht er denn die Abwehrdrohnen scharf? Kann denn das sein? Wo sind die Abwehrdrohnen? Hallo? Was seid ihr denn für Trottel? Was seid ihr denn für Trottel? So, jetzt pass mal auf. Fußspuren führen nach Osten. Ah. Woher weiß man, dass hier jetzt... Dass da die Leiche von Herrn Montoya liegt, nur weil die Fußspuren nach Osten führen. Das ist doch Humbug. Da liegt er aber rum. Der Herr Montoya. Check mal die. Werf mal eine Granate auf ihn. Oh, die explodiert gleich. Ich zünd sie mal. Allem Anschein nach starb er durch einen einzelnen Schuss, der seinen Helm durchschlug. Wahrscheinlich von einem batarianischen Scharfschützen. Wer ihn auch getötet hat, machte sich nicht mal die Mühe, seine Leiche zu durchsuchen. Er hat noch Ausrüstungsgegenstände bei sich. Hey, dann können wir ihn ja plündern. Siehst du? Ja, ja, bla bla bla, wir haben wieder zu viel Zeug. Polaris 9 ist super gutes Teil, ey. So. Ich glaube, 7er Sachen haben wir jetzt hier gar keine mehr. Wir haben nur noch die 8er und 9er Sachen. Hm.
Naja, 13. Okay, ich warte jetzt einfach mal ab, bis das Inventar voll ist. Wird ja nicht mehr lang dauern. Und kümmere mich dann um das Problem. Ich schieb's vor mir her. So, jetzt fahren wir noch in die Nähe der Hauptanlage und in die Hauptanlage werden wir dann beim nächsten Mal eindringen. Das hoffe ich, dass wir das dann auch in der nächsten Folge schaffen, dass ich das in einer Folge habe. Das hätte ich nämlich ganz gerne in einer Folge. Wir können natürlich noch hier draußen ein bisschen aufräumen. Wir sehen ja noch ein paar Geschütze und so, die uns erwarten. Hallo? So, öffnet euch. Hallo Geschütz. Gut. Meine Fresse. Sind viele? Jawohl, das hätten wir auch. Drei Stück noch. Sind jetzt die Umherfahrenden. Das sind natürlich uncool. Sehr nice. So, jetzt haben wir hier drüben noch ein Umherfahrendes. Ein Treffer haben wir ihm verpasst. Jetzt fährt es nochmal zurück und dann sollten wir ihm den zweiten Treffer verpassen können. Sehr schön. Hier draußen alles aufgeräumt. Aufgeräumt. Eingangskonsole. So, von dem netten Herrn Schahn haben wir ja die... Ich vermute, wir haben die Karte bekommen, um hier reinzukommen. Wenn ihr schon sagt, ihr braucht das, um reinzukommen, wird es wohl irgendeine Zugangskarte sein oder Zugangscode. Wie auch immer. Das machen wir beim nächsten Mal. Da geht's ab in die Hauptanlage und dann schlagen wir uns mal mit den Batarianern rum und treffen am Ende hoffentlich auf Balak. Auf Michael Balak. Also Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und sage bis dahin. Ciao, ciao.